Unsere Kulisse heute wirklich imposant, die hohen Tauern da tief eingeschneit und wir sehen auch immer wieder, wie der Wind den Neuschnee über die Bergrate austreibt. Also ein bisschen Windel pfeift schon, gefühlte Temperatur momentan minus 16, minus 17 Grad, also muss man sich schon gut einpacken. Generell kann man sagen, hat der Winter heuer im Hochgebirge gut angefangen. Bisher haben wir eine Neuschneesumme von 100 cm. Als Referenzstation nehmen wir die Rudolfshütte. Und in einem durchschnittlichen November schneit es dort oben auch 100 cm. Also man das soll heuer schon erfüllt und es kommt die nächsten Wochen sicher noch was daher. Tendenziell sagen die Modelle jetzt einen atlantischen Winter vorher. Das bedeutet für uns, die Luft kommt die meiste Zeit vom Atlantik, sie nimmt dabei viel Feuchtigkeit mit und die wird dann als Schnee im Hochgebirge abgeladen. Deswegen kann man sagen, atlantische Winter sind im Hochgebirge immer schneereich, das betrifft vor allem die Region da heroben. Aber wie gesagt, das ist nur eine Tendenz. Wir sind gespannt, was dann wirklich kommt.